Hey Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Show S4-Lead Update in Korea. Es gibt, wie ihr seht, die 100% Chance-Kapseln schon. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch neu oder wurde wieder eingeführt, wie auch immer. Dass hier News angezeigt werden und wenn ich draufklicke, komme ich im Shop mit den neuen Kapseln und es gibt ein neues Set. Hier und das ist genau das gleiche. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, das hier ist mit Premium Start und das hier mit normalen Start. Also man bekommt entweder das neue Set, das Rebellion Set, das Backstreet Boy Set, das IntelliBoy Set, glaube ich, ja, Rufa Reed Set oder so irgendwas, dann dieses Advanced Boy Set oder dieses andere Set halt. Hier für 9500, wie auch immer das in Korea heißt, bekommt man es mit normalen Start, also Pen, glaube ich, und hier mit Premium Start, wie ihr schon normalerweise seht. Ja, also ich finde das cool, man hat eine 100%ige Chance, dass man eins dieser Sets bekommt und solange es, also, ja, genau. Für den weiblichen Charakter hier auch das neue Set. Also ohne der Aggression hier das Aggression. Naja, etwas komische Haare. So. Sieht das fürs Weib aus. Ja, hier bekommt man die gleichen Sets, bloß halt für die Frau. Ja. Beim Mann sieht es halt so aus. Sind halt keine Haare dabei beim Mann und bei der Frau kein, ja, keine Deko. Okay, sorry. Und ja, das war's eigentlich auch schon mit dem neuen Update. Ja, ah, genau. Ja, was steht hier? Ah, ach so. Okay, ja. Also dann, ciao Leute.